Was haben das Thema dieser Folge, ein Drehort verschiedener Filme und eine spanische Straußenwirtschaft miteinander gemein? Nun, in Kalifornien gibt es, nördlich von San Francisco, die Küstensiedlung Bodega Bay, in welcher so lustige Tierfilme wie Alfred Hitchcocks Die Vögel oder auch die Heimatkomödie The Fog, Nebel des Grauens, gedreht worden sind. Daneben ist Bodega ein alter spanischer Begriff für Keller. Doch heute kennen wir Touristen ihn eher im Zusammenhang mit der Konsumgelegenheit spanischen Weines. Und unser heutiges Stückchen Hardware, wobei Stückchen ist gut, das ist ein echter Brocken, heißt ebenfalls Bodega Bay und kommt, was ein Zufall, aus Kalifornien und hoffentlich dort nicht aus einem Keller. Kann man damit aus einem Amiga 500 einen Amiga 2000 machen? Ja, die Antwort ist nein. Aber sie haben es zumindest versucht. Das wäre eine Steilvorlage für eine C64-Folge gewesen. Ah, ich verbox. Yes, Chips 64. California Access. Bodega Bay. Da die Geschichte rings um die Hardware mindestens genauso interessant ist wie die Hardware selbst, gibt's zunächst ein paar Takte hierzu. Es war einmal ein Pole namens Wenzel. Der ging weit vor dem Zusammenbruch des Ostblocks in die USA. Wie genau er das hingekriegt hat, ist nicht überliefert. Dort gründete er 1983 das Unternehmen Logical Design Works Incorporated und in seiner Heimat Polen eine Art Niederlassung davon. Seine Idee war es, das Potenzial polnischer Programmierer für sich zu gewinnen, welche in diesen Tagen im Ostblock nur schlechte Jobaussichten hatten. Diese programmierten Spiele für Wenzel, welche dann, von den USA aus, unter dem Label California Dreams vertrieben worden sind. Ein Titel von ihnen ist Blockout, ein recht bekanntes Spiel in der Art eines 3D-Tetris. Daneben gab es noch das Label California Access, unter welchem Hardware an den Mann gebracht wurde. Hier finden wir beispielsweise das externe Diskettenlaufwerk für den Amiga CA880 und auch die Bodega Bay CA500, worum es gleich gehen wird. Fakt ist jedoch, dass sich California Access eine Hersteller-ID-Nummer mit Synergy Peripheral Systems, einem weiteren Hardwareanbieter aus Kalifornien, teilt. Das Ganze ging bis 1993, als Wenzel entschied, den Laden in den USA dicht zu machen und in seine Heimat zurückzukehren. Soweit, so einfach. Aber California Access gibt's heute noch. Und oh Wunder, in Polen. Der Laden vertreibt PC-Zubehör-Hardware. Ein Zufall ist der Name gewiss nicht, trägt er doch das gleiche Logo wie das ehemalige US-Unternehmen. Zum Produktionszeitpunkt dieser Folge konnte ich es leider nicht final klären, ob es einen direkten Zusammenhang zwischen dem polnischen und dem US-amerikanischen California Access gibt. Zumindest haben Mitarbeiter mitgeteilt, dass ihnen das Thema Amiga aus der Geschichte ihres Unternehmens heraus nicht ganz unbekannt ist. Eins ist schon mal sicher. Wenn ihr auf Retro-Veranstaltungen Sprüche wie "Boah, was ist das für eine Kiste?" hören wollt, dann ist die Bodega Bay genau das Richtige für euch. Dieser überschwänglichen Euphorie des Betrachters kann man jedoch schlagartig die Luft rauslassen, indem man wahrheitsgemäß antwortet: ein Busboard für den 500er. Ja, echt? Naja, ein klein wenig mehr ist die Bodega Bay schon, aber im Großen und Ganzen trifft diese Beschreibung durchaus den Kern dieser ungestümen Kiste. Da drin befinden sich 4 Zorro-Slots und ein Netzteil. Okay, damit könnten wir nun die Folge 64 beenden, denn alles Wesentliche wäre damit gesagt. Es wird jetzt aber scheiße kommen, ne? Also, mal ran hier, ne? 1990 erschien das Teil und in einer Werbeanzeige von 1991 hieß es: mit dem richtigen Werkzeug sprengen Sie die Grenzen Ihres Amiga 500.
Ja, es werden erst einmal vor allem die physikalischen Grenzen gesprengt, denn für den Betrieb braucht man neben einem Amiga 500 vor allem eines: sehr viel Platz auf dem Tisch. Die Bodega Bay soll aus dem 500er einen 2000er machen. Na, zumindest schafft es dieses Gespann, mehr Platz in Anspruch zu nehmen als ein normaler 2000er. 57 x 59 cm braucht man mindestens an Grundfläche. Das ist mehr, als man für einen Amiga 2000 mit davor liegender Tastatur braucht. Die Frontansicht bietet uns zunächst mal die beiden 5¼ Zoll Schächte für zusätzliche Laufwerke. Daneben finden wir die LEDs für Festplattenaktivität und Power. Wenn man sich diese LEDs jedoch genauer ansieht, entdeckt man wilde Bastelarbeit. Statt der vom Amiga gewohnten länglichen LEDs hat man hier drei kleinere LEDs nebeneinander gepackt. Keine sehr elegante Lösung, wie ich finde. Sonst gibt es vorne nur noch den Anschluss für den Expansion Port des Amiga 500. Das ganze Ding ist massiv aus Metall, also da kann man schon getrost mal einen dicken Röhrenmonitor oben drauf knallen. Das Ding hält. Seitlich, ebenso wie hinten, finden wir Freimachungen im Metall, welche offensichtlich für D-Sub-Anschlüsse gedacht sind. Da mir leider keine Bedienungsanleitung zur Verfügung steht, kann ich weder sagen, ob diese Freimachungen Serie sind, noch welche D-Sub-Anschlüsse hier ran sollen. Hinten finden wir das 200 Watt liefernde Netzteil mit On-Off-Switch und einem Anschluss für den Monitor. Sowas machte man damals ja gerne. An diese runde Buchse hier kommt später das mitgelieferte Stromkabel zum Amiga 500, denn das gesamte System wird zentral vom Netzteil versorgt. Das externe Blocknetzteil des A500 entfällt also für den Aufbau. Hier rechts sehen wir die vier Slots für die Erweiterungskarten. Der Blick ins Innere. Auf der rechten Seite haben wir hinten, wie erwartet, das Netzteil und davor, das ist auch keine Überraschung, ein 5¼ Zoll Diskettenlaufwerk. Das darunterliegende 3,5 Zoll Diskettenlaufwerk kann man hier nicht sehen, aber glaubt mir, es ist da. Völlig unscheinbar, aber äußerst wichtig, ganz rechts außen ist ein Platz für eine 3,5 Zoll Festplatte vorgesehen. Und dies bringt uns auch direkt rüber zur linken Seite. Hier befinden sich vier Zorro-Steckplätze, von denen drei auch als PC-kompatible ISA-Steckplätze genutzt werden können. Optional erhältlich waren der autobootfähige Malibu SCSI Festplattencontroller sowie die darauf steckbare Fastram Catalania Card. Letztere ist offenbar so selten, dass ich euch davon leider nur dieses Mini-Foto präsentieren kann. Zwischen links und rechts klafft ein riesiges Loch. Keine Ahnung wieso. Hier könnte man locker noch einen ganzen Computer, eine Kaffeemaschine oder einen Toaster unterbringen. Vielleicht war dies der Ort für das nie erschienene, aber beworbene Video- und Co-Prozessor-Upgrade. Das ganze Ding kostete damals ohne Laufwerke rund 350 US-Dollar. Der Malibu-Controller nochmal 230 und die Catalania Fastram-Karte nochmal einen Hunderter. Also 680 Dollar in Summe. Dazu kommt noch der Amiga 500 an sich. Ob dies aber 1990 immer noch günstiger war als ein echter 2000er? Naja, zumal es ein paar kleine, aber durchaus feine Unterschiede gibt. Ein echter Amiga 2000 hat 5 Zorro 2 Slots und 4 ISA Slots, wovon ab Werk die äußeren beiden nur für 8-Bit ausgelegt, aber sehr leicht auf 16-Bit zu erweitern sind. Der Bodega Bay fehlt also im Vergleich jeweils ein Zorro und ein ISA Slot. Komplett fehlen der Videoslot und der CPU-Slot. Man kann also in der Bodega Bay keine Scan-Doubler und oder Fliegerfixer à la A2320 oder Multivision 2000 betreiben und auch keine A2000 Turbokarten einsetzen. Das Ding ist also, wie eingangs schon so ernüchternd gesagt, ein einfaches Busboard. In diesem Zusammenhang müssen wir auch hier stets an unsere Zorro 2 bedingte 8 MB Grenze denken. Die Erweiterungskarten in der Bodega Bay und auch bereits vorhandene eventuelle Erweiterungen im Amiga 500, welche den Zorro 2 Speicherbereich nutzen, dürfen in Summe maximal 8 MB auf dem Bus in Anspruch nehmen.
In meiner Bodega Bay geht's recht übersichtlich zu. Ich habe da das Malibu Board mit SCSI-Festplatte, eine A2286 Brückenkarte und eine dazugehörende ISA VGA Grafikkarte. An der Brückenkarte sind die beiden frontseitig eingebauten Diskettenlaufwerke angeschlossen. Die A2286 ist freilich aufgrund ihrer Sandwich-Bauweise eine eher unglückliche Wahl für die Bodega, denn sie blockiert damit zwei Steckplätze. Beim Anschluss der Bodega Bay gilt es zu beachten, dass man am besten einen fix und fertig verkabelten Amiga 500 bereits vor sich auf dem Tisch stehen hat. Nachträglich die Kabel anschließen wird sehr fummelig. Also schließen wir alles an, was wir später auch nutzen wollen. Einzige Ausnahme: Anstelle der normalen Stromversorgung kommt hier nun das spezielle Kabel von vorhin zum Einsatz. Jetzt buchten wir dieses klobige Monstrum über den Amiga drüber. Das Einfädeln in den Expansion-Slot kann bisweilen recht fummelig sein. Also mal wieder keine Gewalt, dafür etwas mehr Geduld und viel Gefummel. Irgendwann schluppt's. Jetzt wird hinten noch die Stromversorgung hergestellt und eventuell in der Bodega vorhandene Erweiterungskarten angeschlossen. Bei mir hier ist es jetzt nur das VGA-Kabel für die Brückenkarte. Fertig und los geht die wilde Fahrt. Falls einem das Ganze jetzt etwas zu schnell vorgekommen ist, dann liegt dies nicht an einem Fast Forward hier im Video, sondern an der MTEC 020 mit 4 MB Fast RAM Turbokarte im Amiga 500 Plus hier unten. Ja, ihr könnt einen normalen 500er und einen 500 Plus verwenden. Womit wir bei einem Thema wären, welches hier sehr wichtig ist. Der unten angeschlossene Amiga muss freilich immer zu den Steckkarten und der Software auf der Festplatte passen, welche sich in der Bodega Bay befinden. Wenn auf der Festplatte also die Workbench 3.1 beispielsweise drauf ist, dann sollte der Amiga 500 unten nicht etwa Kickstart 1.3 haben. Das geht nicht gut. Ich habe mir hierzu eine Multiboot-Startup-Sequence geschrieben, welche detektiert, welches Kickstart im System ist und danach dann entscheidet, welche Workbench geladen werden soll. Doch dazu gibt's eine eigene Folge. Kompatibilität ist immer eine wichtige Frage und sie wird besonders spannend, wenn man zwei Systeme hat, wie hier, welche unterschiedlich ausgebaut sein können. Es könnte sich ja rein theoretisch im Trapdoor des A500 eine Erweiterung befinden, die nicht mit dem Plattencontroller der Bodega zurechtkommt. Und ähnliche Spaßigkeiten. Hier mal ein Blick unters Kleidchen. Da vorne ist das Heck des Amiga 500 und ihr könnt euch vorstellen, dass es kein Spaß ist, wenn man dort jetzt nochmal dran müsste. Deswegen ja vorher alles anschließen, sonst wird's blöd. Schade finde ich, dass das Busboard senkrecht angeordnet worden ist. Waagerecht hätte man mehr Platz für Erweiterungsslots gehabt und gewiss auch für einen Video- und einen CPU-Slot. Wenn ich mir den ganzen Klotz so ansehe, nagt da eh eine Vermutung an mir. Lässt man den ganzen Amiga-spezifischen Unterbau mal weg, dann sieht mir das Gehäuse doch schwer nach einem zeitgenössischen PC aus. Das passt so ein bisschen auch wieder in die Geschichte von California Access, denn angeblich hatte es dieses Label geschafft, nach der Wende einen sauberen Deal mit den polnischen Behörden abzuschließen, wonach sie deren Amtsstuben mit 286er PCs geflutet haben, so ähnlich wie das auch Commodore mit seinen PCs bei der ehemaligen DDR-Reichsbahn gemacht hat. Da die Bodega Bay heute so selten ist, gehe ich davon aus, dass dieses Teil keinen großen Erfolg hatte. Und irgendwo kann man das auch verstehen. Das Teil macht nun mal aus einem 500er keinen 2000er. Außerdem erschien das Ding 1990, da waren die Preise für den 2000er schon runtergegangen und der Amiga 3000 stand in den Startlöchern.
Die unmöglichen Dimensionen dürften ihren Teil noch dazu beigetragen haben, dass das Ding ein Mauerblümchen blieb. Als Sammler freilich braucht man so ein Teil natürlich überhaupt gar keine Frage, aber wenn ihr vor der Frage steht, ob ihr damit einen 2000er euch nach Hause holen könnt, nee, definitiv nicht. Ich möchte mich mal wieder bedanken, und zwar bei den A1K-Usern Tals, dem Betreiber der Amiga Resource CX-Seite, Flathamster und E-Storm oder E-Storm, na, wie auch immer. Die beiden haben mich bei meiner geschichtlichen Recherche zu California Access tatkräftig unterstützt. Vor allem E-Storm, der hat seine polnischen Sprachkenntnisse genutzt, um beim heutigen California Access ein wenig nachzubohren, was die Vergangenheit angeht. Euch allen einen vielen lieben Dank dafür. Und damit dann mal wieder Adele, ciao und bye bye, euer Mick.